Guten Morgen miteinander. Hallo zusammen. Ja, wir sind jetzt schon eine Weile wieder unterwegs. Das Wetter ist hervorragend. Man sieht, also durch die Region, zumindest um hier durchlaufen, sieht man, dass Frankreich recht zersiedelt ist. Es hat wieder ein paar Häuschen beieinander und dann ist wieder gar nichts mehr Wälder. Dann wieder ein paar Häuschen. Jetzt haben wir zum Glück noch durch ein grösseres Dorf durchlaufen und können Muckerspray posten. Das ist wirklich nötig. Mhm. Aber wenn man manchmal so durch so die einzelnen Häuschen durchlaufen, die ein bisschen verstreut sind, kommt mir immer ein Film in den Sinn von Louis de Funès. Saint-Tropez. Nein, Kohlköpfe. Wo er mit seinen Flatulenzen, also er und sein Freund, mit seinen Flatulenzen rufen zum Außerirdischen. Also den Film den müsst ihr unbedingt mal schauen. Und ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich um die Ecke komme, sehe ich das Haus oder die beiden Häuschen, wo die gewohnt haben. Es wäre mega witzig, wenn man so etwas würde sehen. Dann schreibt jetzt mal in die Kommentare, ob ihr den Film kennt. Bin ich gespannt. Mhm. Du hast schon genug geschwätzt, das heisst, ich bin für einmal ruhig. Ich werde heute Abend ein bisschen mehr schwätzen. Ja, das ist also schon mal deine Sequenzen. Eben ja. Es muss immer ausgeglichen sein. Ja. So ist das Universum, gell? Also. Also, bis später. Bis später. Tschüss zusammen.
Hallo zusammen. Wir sind jetzt angekommen. In dieser Unterkunft, es ist sehr schön hier oben. Wir haben uns noch ein bisschen verlaufen, eine kleine Detour gemacht. Aber auch der weitere Weg, der hat sich alle Welt gelohnt. Es ist wirklich sehr paradiesisch hier oben. Wir sind sehr herzlich in Empfang genommen worden. Das Büsi hat uns auch gerade in Beschlag genommen. Mhm. Der Schnurli-Burli. So herzig. Die Gastgeberin kommt von Madagaskar, ist eine ganz lustige, herzige, aufgestellte Person. Und er ist auch total ein herziger, gell? Wirklich richtig süß. Mhm. Ja, das Zimmer ist jetzt wirklich gerade frisch fertig geworden mit der Renovation. Es ist wirklich sehr schön eingerichtet und hergemacht. Und die Matratze ist schön weich. Ich freue mich auf die Nacht. Schauen wir mal, was uns erwartet. Mhm. Bis jetzt haben wir ja die Unterkünfte immer als Sheet, habe ich es richtig gesagt, Sheet, mhm, bezeichnet. Scheinbar gibt es aber dort recht grosse Unterschiede. Mhm. Das, wo wir eigentlich gewesen sind, sind Chambre d'hôte. Und das ist auch die Konkurrenz der Hotel, aber auch bei Privaten. Und Sheets sind eigentlich Pilgerunterkünfte. Jetzt gibt es aber noch weitere Bezeichnungen. Es ist recht verwirrend. Mm. Ich habe Anni von der letzten Unterkunft in Gold Enver gefragt, was denn der Unterschied ist. Und sie hat eben genau das mir bestätigt, was ich vorhin gerade gesagt habe. Aber eigentlich kommen sie selber auch nicht raus. Ja, die Franzosen sind also uneinig. Ist gleich. Ich sage jetzt einfach Cheat. Ich habe mich jetzt an den Cheat gewöhnt, aber ich könnte niemanden beleidigen. Kein Fall, ja. Darum sage ich lieber nichts. Nein. Ja, mal schauen wir. Weil es ist einfach der Name. Es steht meistens Maison d'hôte oder Chambre d'hôte. Tun wir einfach das ein bisschen beachten. Aber es ist verwirrend, das Ganze. Ja, aber eben, wir wollen ja niemanden abwerten oder so. Es sind nein, ja, das ist nicht das Ziel. Nein, gar super nicht. Jetzt, in dieser Unterkunft hat es noch einen weiteren Schweizer, einen Jungen. Das war ein verwirrend, weil der Dominik von der letzten Unterkunft die Gastgeber gesagt, der kommt scheinbar auch. Aber es ist ganz ein anderer Dominik. Es war völlig verwirrend. Also, ich bin ein bisschen verwirrt, ihr seht es. Ja. Wir freuen uns jetzt aufs Essen. Und, oh ja, ich habe richtig Hunger, Kohldampf. Mhm. Und dann melden wir uns morgen wieder. Mhm. Gute Nacht, danke fürs Zuschauen. Schönen Abend, schlafen gut. Tschüss, tschüss.